Ich bin einsam in Deutschland, so alleine hier. Am Wochenende alleine mit meinem Sohn unterwegs in der Stadt oder alleine, immer alleine in der Wohnung. Bis irgendwann mal eine alkoholische Freundin vorbeikommt und wir betrinken uns in der Küche, während er Xbox spielt. Das ist mein Alltag. Im Spielplatz sitzen tausende türkische Mamas mit ihren Schwestern und Cousinen und Schwägerinnen und Schwiegermamas und sie grillen eine tote Ziege. Ich esse Weintrauben und Reiswaffel aus einem traurigen Tupperware-Box. Acht Weintrauben. Manchmal kaufe ich mir eine Käsestange. Die türkische Mamas sind verwandt mit so vielen Frauen, wenn sie nicht Kopftüchchen anhätten, würde man denken, dass es sich um einen Lesben-Rock-Festival handelt. Ich bin alleine. Wo sind die deutschen Leute? Die deutschen Leute sind nicht auf dem Spielplatz, weil sie alle verabredet sind. Die deutschen Leute sind verabredet beim Taufenpartys und Jugendwein und Gruppensex-Grillpartys beim See, irgendwo in Brandenburg, wo man nur mit dem Fahrrad hinkommt. Es steht in der deutschen Verfassung, dass man sich nur verabreden darf in Deutschland, wenn es irgendwo ist, wo man nur mit dem Fahrrad hinkommen kann. Die deutsche Verfassung geht so, die Würde des Menschen ist unantastbar und Verabredungen gelten dann erst, wenn man sie dann nur mit dem fucking Fahrrad hinkommt. Und sie laden mich sowieso nicht ein, aber ich habe sowieso keinen Fahrrad. Ich gehe zum Spielplatz, esse acht Weintrauben und Reiswaffel und warte, bis das Wochenende vorbei ist. Das ist mein Alltag und ich bin einsam, habe keine Familie hier, kein gar nichts. Und deswegen hasse ich es, wenn die deutschen Leute über ihre Eltern lästern. Meine Eltern sind gekommen fürs Wochenende, sagte mir meine Freundin Mani. Sie haben mir einen Laptop geschenkt und zum Essen eingeladen. Mann, war es echt anstrengend, aber, sagt sie, und ich denke, ich hasse sie. Ich muss sie körperlich angreifen, wenn sie weiter so redet. Sie darf das nicht. Du sollst echt dankbar sein, dass deine Eltern in einem anderen Land leben, sagt sie. Oder manchmal fragt sie mich, warum hast du nicht mehr Selbstbewusstsein, Jacinta? Du bist so eine tolle Frau. Warum hast du nicht mehr Selbstbewusstsein? Und ich gucke sie an und ich denke, vielleicht hätte ich mehr Selbstbewusstsein, wenn auch ich nur 200 Kilometer entfernt von meiner Mama leben würde, du Vollfeiger. Ne? Ich denke. Ich denke tatsächlich. Ne? Aber ich greife niemanden körperlich ein. Ich sage nichts. Ich vermisse meine Familie leiser, habe Heimweh und verbringe das Wochenende alleine mit meinem Sohn oder mit zwei alkoholisierten Freundinnen, die auch so einsam sind, die auch Heimweh haben, die auch kaum überleben können in diesem kalten, traurigen Land. Das ist mein Alltag. Aber ab und zu kommen meine Eltern doch zu Besuch. Mein Vater ist zum Beispiel dieses Wochenende zu Besuch und wir sind bei Hackischer Markt und wir sind in dem 6. Café, den wir besucht haben und er guckt verzweifelt auf die Speisekarte und flüstert sehr enttäuscht, ich will kein Dinner in einem Restaurant, ich will nur Lunch in einem Café. Ich gucke ihn an, ist er wahnsinnig geworden? Ist mein Vater wahnsinnig geworden? Ist er in der Mitte eines Nervenzusammenbruchs? Das ist ein Café, sage ich mitleidsvoll und geduldig. Es heißt sogar Café. Café Marbella. Es konnte nicht mehr kaffeemäßig sein. Aber sie servieren so Dinners, so wie Dinner in einem Restaurant, sagt mein Papa. Ich wollte aber nur Lunch in einem Café. Gibt es keine Cafés in Berlin? Fragt meine Stiefmama ungeduldig. Was willst du denn essen? Frage ich ihn. So Lunch in einem Café, sagt er. Was willst du essen? Frage ich. Was für Essen willst du denn essen? So Currywurst zum Beispiel, sagt er. So Lunchsacken. Wir konnten zu einem Imbiss gehen und Currywurst bestellen, sage ich. Mein Papa guckt verzweifelt. Aber ich will schon in einem Café sitzen, sagt er. Ich wollte so Lunch in einem Café haben. In 6 Cafés sind wir gewesen. Bei jedem Café hat mein Vater es abgelehnt, was zu bestellen, weil es zu restaurantmäßig war. Er guckte immer traurig in die Speisekarte und flüsterte, aber ich wollte nicht in einem Restaurant essen. Ich wollte nicht Dinner in einem Restaurant. Ich wollte Lunch in einem Café. Mein Sohn hat in jedem Café eine Cola getrunken und war super happy. Ich war mehr genervt. Ich war mehr genervt als jemals in meinem Leben. Und jetzt verliere ich die Kontrolle und sage, ich nehme ihn mit zu dem Asiaten am S-Bahnhof Alexanderplatz. Dann gehen wir zum Alexanderplatz zu der Imbissbude, die chinesisches Essen macht. Das heißt Asia House oder China House oder sowas. Echt eklig ist das Essen, das sie dort machen, finde ich. Mein Papa setzt sich hin und lächelt zufrieden und strahlt erleichtert. Ja, sagt er, so Lunch in einem Café wollte ich haben. Ich gucke ihn an und fühle mich total deutsch geworden. Ich bin so deutsch geworden, denke ich mir. Ich bin so deutsch geworden. Ja, sage ich, das ist eigentlich kein Café, sondern eine Imbissbude. Mögen die deutsche Leute keine Cafés? Fragt meine Schiefmama.
besitzen nur die Ausländer die Cafés und die deutschen Leute besitzen immer nur Restaurants, fragt mein Vater. Ich kann Ihre Frage nicht beantworten. Erstens bin ich K.O. und zweitens kommt es mir plötzlich so vor, als ob ich nicht weiß, was überhaupt der Unterschied zwischen einem Café und einem Restaurant überhaupt ist. Ich fühle mich fremd. Ich erinnere mich plötzlich, aber sehr vage daran, was ein Café in England ist. Nicht wie hier mit den Cafés und Brunch und so, nee, wie habe ich das vergessen können? Sie sind keine Imbisse, man muss hinsitzen, man darf nichts zum Mitnehmen bestellen, aber man kriegt keine Tischbedienung. Sonst ist das ein Restaurant. Die Tische und Stühle sind aus Plastik und die Tassen sind kaputt. Das Essen ist nicht viel billiger als in einem deutschen Café, aber ein kleines bisschen ungesunder. Die Speisekarte sind auch aus Plastik und nur eine Seite Papier, die laminiert ist. Sie machen um 6 oder 7 auf, sie machen um 18 oder 19 Uhr zu. Es gibt kein Alkohol, sonst ist ein Restaurant. Wie habe ich das alles vergessen können? Ich erinnere mich jetzt daran, wie ich, als ich neu in Deutschland war, eine Verabredung im Café Morena hatte und ein Typ gefragt habe, ob das Café noch offen sein wird abends. Und er meinte zu mir, ja, abends wird das Café zum Bar. Und ich fand das richtig cool. Ich gucke mal, ja, echt cool. Abends wird, ich gucke meinen Vater an und fühle mich sehr deutsch geworden. Mann, ist das aber stressvoll gewesen, denke ich. Ich werde nie wieder drüber lästern, wie anstrengend das Leben ohne Familie ist. Die letzten 2 Stunden waren die schrecklichsten 2 Stunden meines ganzen Jahres. Ich mache das nie wieder. Gott sei Dank wohne ich tatsächlich in einem anderen Land zu meinen Eltern. Mein Papa und meine Stiefmama gehen zurück zum Hotel. Mein Sohn und ich werden sich später treffen zum Dinner in einem Restaurant. Mein Sohn sagt mir, das war so anstrengend mit Opa, als er nicht essen wollte, in allen den Cafés, die es gab. Ich sage, ja, das war schon anstrengend, aber sie gehen bald wieder weg. Ich erzähle ihm, wie die Cafés in England sind, sage ihm, dass ich voll deutsch geworden bin. Ich denke an andere Male, wo ich deutsch geworden war. Ich hatte zum Weihnachten Prosecco nach Hause gebracht. Und meine Mama sagte, oh, schön, Champagner. Und ich sagte, nein, das ist kein Champagner, das ist nur Prosecco. Und meine Mama guckte mich schief an und sagte, das ist kein Champagner. Und ich sagte, nein. Und sie sagte, was ist das denn? Ich sagte, das ist Prosecco. Und sie sagte, okay, wenn du meinst, tu es hin zu dem anderen Champagner. Und da auf dem Champagnertisch waren so Flaschen voller Rotkäppchen-mäßige Getränke und Wein gemischt mit Sprite in einer Flasche. Könnt ihr euch vorstellen? So groß wie eine Weinflasche. Und halb Wein und halb Sprite. Und dekoriert wie Sprite. Süß, ne? Und eine Pfirsich-Limonade Alkoholsaft. Und ich guckte es alles an und fühlte mich sehr deutsch. Ich bin deutsch geworden, dachte ich mir. Ich bin voll deutsch geworden. Jetzt weiß ich, dachte ich, wie es sich anfühlt, deutsch zu sein und immer recht zu haben. Aber es macht dich trotzdem nicht glücklich. Weil den anderen ist es egal, ob du recht hast oder nicht. Herzlich willkommen. Nur bei einer Sache bin ich nicht so deutsch geworden. Ich als Engländerin, ich will immer noch mit Nazis ficken. Ich gehe nach Hause, schicke meinen Sohn zum Xbox und gucke Videos bei YouTube von Heidenau und Freital an und finde ungefähr 50% der Nazis ziemlich fickbar. Das passiert einem Deutschen nicht. Entweder sind die deutschen Leute Nazis und dann ficken sie mit Nazis, so wie Beate Schäpe in einem Zelt und 20 Nazis und sie ist nur am Ficken, Ficken, Ficken. Oder sie sind keine Nazis und dann finden sie Nazis nicht fickbar. Ich bin Engländerin und finden sie noch geil. Zumindest was das Aussehen betrifft. Ich bin sehr traurig wegen den Asylbewerber, die Angst haben müssen. Aber ich bin auch sehr traurig, dass so hübsche deutsche Jungs so doof sein können. So eine Verschwendung von fickbaren Deutschen ist es. Schade, schade, schade. Ich merke, dass es schon 18.45 Uhr ist. Komm, Lenny, ruf ich. Wir müssen los. Wir müssen den Opa treffen. Zum Dinner in einem Restaurant, sagt Lenny sarkastisch. Ja, sag ich. Wie heißt das Restaurant, fragt er. Die alte Berliner Weißbierstube, sag ich. Lenny lacht. Jedes Wort von diesem Restaurant zeigt mir, dass es dort Kacke sein wird. Auch,
Berliner Weißbier Stube. Warum hast du Opa nicht gesagt, dass es hier in Berlin ein Pizza Hut gibt? Hör auf, sage ich. Ich würde mich betrinken, entscheide ich mich. Die Familie ist immer tausendmal erträglicher, wenn man betrunken ist. Dankeschön.